1. Oh, shit. Yo, yo, yo. Yo, guten Abend, liebe Freunde hier, Bro. Wo sind wir hier? Natürlich mitten im Wald, im Nirgendwo, Bro. So ist es. Auf Livonia natürlich. Ja, wir haben ausgelockt letztes Mal mit einem Auto. Ja, Bro, das haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Das hat uns wohl irgendjemand unter der Nase weggeklaut hier auf Livonia. Da sehen wir mal wieder das neue Map, neue Assis. Aber okay. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, das Auto ist weg. Dementsprechend müssen wir jetzt zu Fuß zu einer großen Stadt laufen, die ein bisschen Military-Zone hat und so. Wie hieß sie? Nutbor, ne? Na, Nutbor und so. Nutbor. Nutbor, ja. Da gibt es auf jeden Fall eine kleine Military-Zone. Ja, das ist unsere heutige Aufgabe hier bei wahrscheinlich bei, oder? Bei der 7.19 Uhr am Dienstag. Alter, das ist ja so Rippen wieder. Coole Aufgabe auf jeden Fall, Bro. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal hin. Wir nehmen natürlich noch hier den Hügel mit. Zeigen einmal noch kurz die Map hier, da noch mehr Wald, Bro, ist es nicht fantastisch? Es ist so viel Wald, ja, ich sehe den lauten Wald vor Bäumen nicht. Nee, wie geht das? Ja, doch. Oh Gott. Ja. Irgend sowas, ja, gut. Hast du eigentlich schon Bären gesehen? Nein, habe ich nicht. Nee. Habe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht mal reingepatcht worden, aber gibt da anscheinend Bären hier auf dem Server. Ja, ja. Auf der Map. Alles klar, wenn wir den nächsten Bären finden, dann schalten wir natürlich direkt wieder ein und bis dahin, Bro. Nice, perfekt, oder? Ey, auf jeden Fall hier, nice. Okay, Leute. Wir haben es geschafft, Bro, wir sind angekommen. Ja, hier sieht man natürlich auch eine ganz neue Art von Mauern, extra designt hier für diese einzigartige Military Base, Bro. Kann man hier drunter kriechen? So wie in Chernarus? Ja, nice, nice. Müssen ein bisschen aufpassen. Ich habe hier, also weiß nicht, ob du das auch gehört hast, ein paar Schüsse gehört. Aus der Stadt, beziehungsweise, ja, wir wissen jetzt nicht, ob Stadt oder hier. Ah, das ist natürlich so ein bisschen, naja, dieselbe Richtung gewesen, Bro, da weiß man ja nie. Da weiß man es echt nicht, es sind mega viele Zombies, ich glaube, hier könnte was gewesen sein. Scheiße, was ist denn das für ein Gebäude hier vor uns? Das kenne ich gar nicht. Das ist neu. Oh mein Gott, really? Ja, das ist wirklich neu, komplett neu, kenne ich so auch nicht, aber vielleicht gibt es schon einen Armor. Ach ja, na klar, haben wir doch selbst ein altes schon gesehen, oder? Oh shit, Alter, die Zombies. Ey, renn raus, Mann. Ja, 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 kill alle, ich brauche meine Glock wieder, die da liegt. So. Einer dead. Nice, nice, nice. Da kommen noch mehr, Bro. Mach zu. Kill ihn. Mach zu, kill ihn. Ich kann nicht beides. Oh shit. Noch einer dead. Ja, ich hab zugemacht. Ey, du Arsch. Hm? Das ist richtig Anti-Mate, Mann. Ich helfe dir so. Und du machst die scheiß Goschen zu. Was ist denn los mit dir, Alter? Du hast doch sonst immer jede Challenge krass, gesucht, ja. So. Und jetzt am Rumjammern. Was ist denn los, genug, Alter? Ich bin männlich genug hier im Schlachtfeld natürlich zu gewinnen. Kein Problem. Ja, eben, genau. Kein Problem. Das meint es natürlich, Bro, weil du natürlich jede Chance nutzt, deine Männlichkeit zu beweisen. Natürlich, genau wie Krixus. Grüße gehen raus an Krixus, mein guter Krieger. Natürlich, Grüße gehen natürlich raus hier an Krixus. Oh Gott, Alter. Wir müssen das alles rausschneiden. So ein Bullshit wieder. Nein. Ach so, wir bleiben natürlich drin hier bei der C19. Yeah. Nur hier ist alles real. Liebe Leute, das ist eine neue Waffe, die ins Game eingeführt worden ist. Zeig mal. Ich frage mich gerade, was die frisst. Ich glaube, Dingenskirchen. Pumpkin-Muni, hast du Pumpkin-Muni? Das ist die neue Waffe, ne? Ach, das ist so ein AK-Verschnitt, ne? Die Pumpkin-Muni. Ich glaube, es ist eine Pumpkin, ne? Ja. 12 Gs. Ja, hätte ich. Willst du die benutzen? Weil ich habe selbst noch die Pumpkin hier. Dann schmeiße ich die Musi nämlich weg. Ja, ist perfekt. Hast du gedroppt oder was? Ach so. Ich dachte, du willst sie nicht benutzen. Nice, Bro. Na gut. Denn. Ja, ausnahmsweise nehme ich jetzt mal eine Pumpkin, Bro. Zu Demonstrationszwecken. Ich bin ein bisschen irritiert. Ich habe gar keinen Mac mehr hier für die. Doch, habe ich doch hier. Ach, für die Mann, M60. Ich muss die Hand nehmen, ne? Perfekt. Ja, ich würde sagen, wir organisieren uns mal wieder, Bro. Und sehen uns gleich wieder, oder? Auf jeden Fall, natürlich. Wo? Ich bin noch im Haus. Da bei dem geradeaus zu, siehst du diese. Da, guck, da rennt was rum. Siehst du es? Sind die friendly? Weiß ich nicht. Sieht so aus irgendwie, ne? Wollen wir mal hingehen? Ich folge dir erstmal. Ich sehe die noch nicht. Ich sehe da hinten Trecker. Ah, da sind sie. Ja, ich habe sie gesehen. Ich glaube, weiß ich nicht. Sind die noch weit weg? Nee, die sind da direkt bei der Scheune. Okay, also ich bin jetzt ein bisschen rechts von dir in so einem kleinen Waldstück. Die verbuddelten Loot. Wollen wir hingehen? Nee. Lass die erstmal verbuddeln. Ich sehe die gerade nicht. Ah, die sind vor diesem Eingang. Was ist denn das? Ein Bunker da? Dieses lange Steingebilde? Ich mach mir gerade ein bisschen Sorgen, dass ich nicht schon zu nah dran bin. Nee, bist du nicht. Die sind da beim Tracker. Du siehst sie, glaube ich, von da an. Tracker? Ein Tracker, ja. Ein Tracker. Ah, ich sehe den Tracker zumindest. Rechts daneben sind die direkt, ja, vor so einer Stein. Ah ja, ich sehe das Steingebilde, ja, ja. Ja, genau. Sollen wir mal hin? Ja, komm, lass mal hin, ey, scheiß drauf, oder?
Klar. Das Ganze, also. Ich glaube, die haben es noch nicht geortet, kann das sein? Ich weiß nicht. Kann man da rein? Das ist eine Base. Ach so. Lass mal Kontakt mit denen aufnehmen, oder? Ah ja, oh, okay, jetzt verstehe ich das Gebäude. Die sind wahrscheinlich auf der anderen Seite rein, oder? Ach so, kann das. Ja, die haben irgendwas verbuddelt vor der Tür. Ja, sie schleichen so an, dass sie denken, wir sind Feinde. Hast du eine Schaufel? Achso. Nee, hab ich nicht. Scheiße. Oh, warte mal, die Türen sind. Ah, die stehen noch draußen. Aber wenn wir jetzt angreifen, können wir nicht. Achso. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Die sehen uns nicht. Wollen wir reden, bevor es eskaliert? Weiß ich nicht. Lass erstmal kurz reingucken. Einer ist okay, im Schwarzen noch nicht. Ah, die haben hier ein Feld gebaut. Ach so, okay. Ich dachte, die haben was verbuddelt. Sollen wir kurz auf einer die kommt warten? Von links. Hallo, schon gesehen. Hallo? 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 Hey, was geht? Alter, ich kenne dich. Wir haben euch die ganze Zeit beobachtet. Was macht ihr hier? Oh, hey. Hi. Was geht? Alles klar, Jungs. Ist na klar. Nee, ihr seid doch gerade da rein, oder nicht? Ja, wir versuchen es gerade auf jeden Fall. Ach so, ihr versucht's. Wir sind zu dritt, zu viert hier. Kein Schiss. Alter, was für Schlingel. Ja. Ah, deshalb versucht ihr hier die weiß. Felder zu bauen, oder was? Hallo. Ja. Hey. Moin. Ja, nice. Da können wir die Waffen eigentlich mal wegstecken, alle, oder? Können wir machen. Nice. Oh. Waffe weggesteckt, die andere rausgenommen. Natürlich sehr vertrauenserweckend hier in der Natürlich. Standalone. Ja gut, aber da ist auch nicht viel drin, ne? Wieso reden die nichts mehr? Die beraten sich, Bro, das killen. Oh nein, die wollen uns gleich erschießen. Ja, ja. Wenn einer im Kirchturm ist, machen sie, sind wir glaube ich nicht. Nee, machen sie nicht. Wenn einer im Kirchturm ist, sind wir tot, ne? Ja. Ja, lass mal weiterziehen, oder? Okay. Jo, Jungs, okay, wir ziehen mal weiter. Weiterziehen. Achso, rein. Ja. Viel Erfolg noch. Können wir denen irgendwas geben, was denen hilft? Ja, nee, auch. Viel Erfolg, ciao. Ja, nee. Komm. Sprengen kann man das auch nicht, oder? Mit einer Nate oder so? Alles klar. Gut, ja, wie würdest du sagen, Bro? Macht's gut. Ciao. Ja. Ich glaube, die hören mich nicht wegen dem Helm. Ach so. Hörst du mich in-game normal? Sprich mal. Ja, Test. Nice, Bro. Hörst du mich normal? Ja. Okay, dann liegt das nicht daran. Das liegt ja, auf keinen Fall daran, denn da sind natürlich Sprengschlitze im Helm, Bro. In dem Sinne würde ich sagen, nice, perfekt. Wir gucken uns die Start an. Auf jeden Fall. Coole Begegnung an der Stelle. Grüße gehen raus an die Jungs an der Stelle. Danke fürs Friendly sein. Kirchturm, ja klar. Kirchturm ist übelst OP, hört, ne? Hört die Treppe auch mal auf, oder? Ja, der Kirchturm ist bei mir übelst OP. Oh Gott, du wirst ja überall weggenatzt aus jeder Richtung. Das auch, aber du kannst überall hinaimen. Ah, okay, du kannst dich so ein bisschen hier in den Turm stellen quasi, auf die Treppe und da bist du eigentlich safe und kannst rausgucken. Oder du machst halt die Fenster zu. Du kannst die Fenster zumachen? Ja, ich habe im ersten Mal auch gedacht, so what the fuck. Oh, scheiße. Oh, das ist natürlich geil, echt oder? Nice, ja. Ja, das ist schon geil. Also das Gebäude ist echt gut gemacht, finde ich. Also wenn du da durchbangen kannst, ist natürlich wiederum ein Problem, weil... Ja, gut, du musst natürlich wissen, wo der halt steht, ne? Drück mal Leertaste, wenn du vom Fenster stehst. Nee. Von daher hätten wir sie auch kurz abaimen können, ne? Theoretisch, wenn das Feinde gewesen wären. Ja, geil. Theoretisch könnten wir jetzt auch. Ja, Bro, dann lass mal schnell die Aufnahme beenden und. Achso, nee. Ja. Natürlich nicht. Wir sind natürlich friendly und bleiben das auch. Wir bleiben natürlich. Da stabil, Bro. Und in dem Sinne, nice, perfekt, oder? Auf jeden Fall hier, ja. Okay. Bro, hast du ihn gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich bin jetzt gerade erst am Zaun. Im Teasy-Gebäude, sagst du? Erster Stock, im Fenster war da gerade, ja. Oh ja, ich sehe einen Zombie draußen rumlaufen. Ja, wir kommen da kaum rein in die Base, man hat hier wenig Möglichkeiten. Ich versuche mal hier hinten irgendwie, dass man da reinkommt mit ein bisschen Deckung, weißt du? Okay, hier hinten ist die Base auf jeden Fall offen. Bist du schon im Gelände? Ja, ich bin schon im Gelände. Oh, nice. Frage mich jetzt nur, ob der mich gesehen hat. Auf jeden Fall Zombie-Akku am Start. Ist halt die Frage, sollen wir sofort schießen? Ja, es ist halt Military, man weiß es nicht, oder? Nee, es ist schon kritisch. Vielleicht können wir erstmal rausfinden, ob das die von eben sind. Vielleicht können wir erstmal rausfinden, wie viele das sind überhaupt. Nee, wenn die im Gebäude sind.
Jump doch da nicht rum. So. Ich bin da reingejumpt, damit mich weniger schnell. Ach, du weißt schon. Ja, weiß ich schon. Erklärt dir voll die Basics so. Okay, Zombie rennt. Anderer Zombie rennt auch. Ja, die sind da drin. Die sind da drin, auf jeden Fall. Okay, nee, ja, okay, die Zombies sind gerannt, aber. Das Ding ist, sie haben jetzt echt einen kleineren Vorteil als wir, ne? Es geht, muss ich sagen. Ah, nee, wir kommen nicht über die Mauer rüber. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wo ist denn der Eingang? Der ist rechts, auf wo der die Zombies sind, oder? Nee, ich glaube, der ist. Nee, da ist das Treppenhaus. Der Eingang ist quasi auf der. Ah, ich kann nicht reden, was ist denn das für eine Scheiße, ey? Auf der uns gegenüberliegenden Seite, von uns Mann, aus gesehen, Deutsch, was auch immer, ey, Digga. Sag doch einfach links oder rechts. Hinten. Geil, so weiß ich's. Dieses. Ja, die Ansprüche an einen selbst muss man manchmal einmal ein bisschen runterschrauben, vor allem hier in der Daily Standalone. Da geht's natürlich 19 sehr Uhr. Flüssiger. Natürlich. Von der Lippe. So wie Jürgen, also. Wer ist Jürgen? Also. Oh Gott. Soll ich mal rein, oder was? Gott. Was? Apropos Jürgen von der Lippe, Bro, da würde ich sagen, es ist Zeit für einen kleinen Gag, oder? Oh mein Gott, ja, oder ist hier grad, oder ist dir gerade zu stressig? Dann mach du zuerst, ja? Ja. Und zwar habe ich hier einen von Bummeletzter. Grüße gehen natürlich raus an Bummel hier, für den Namen natürlich, seit 5 Jahren. Ist ein Magnet männlich oder weiblich? Jo, also ich denke männlich, denn wenn er weiblich wäre, wüsste er nicht, was er anziehen soll. Oh, scheiße, der ist nice. Nicht schlecht, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann hätte ich auch einen natürlich hier. Frage. Wie Hello? Heißt der chinesische Verkehrsminister? Umleitung. Oh Gott. Grüße. Sorry. Grüße gehen raus an Zangert. Mein Guter, danke dir. Zangert? Zangert, ja. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal langsam Kontakt auf, oder? Ja. Sollen wir einfach ins Gebäude pushen? Pass auf, Tür. Ja, let's go. Tür ist aber offen, gehen, oder? Oh, shit. Machst du zu hinter dir? Ja, hallo? Hallo? Shit. Anyone here? Hallo, friendly? Halt dich jetzt doch einfach hoch, oder was? Ja, müssen wir jetzt immer ein bisschen vorankommen. Außerdem können wir mal rüber gucken in die anderen Gebäude, ob wir die da vielleicht sehen. Ist der rausgegangen und wir haben es nicht gemerkt, nee, oder? Na, das kann schon sein. Wir hatten den Eingang nicht immer im Blick. Das war jetzt so erstmal nicht möglich. Hallo? Ist alles safe auf dem zweiten, auf dem Dach wahrscheinlich. Oh. Ja, gut. Ja, ist, da oben ist zu, ja. Er ist auf dem Dach. Hello? Hallo? Friendly? Oh, ich hab so, oh nee, Alter. Nee, ist safe. Hä, wo ist denn der hin? Das kann doch nicht sein. Gute Frage. Es ist ja rausgekommen, wir haben es nicht gemerkt. Oder ausgelockt vielleicht? Nee, ich schätze mal eher dann raus. Also die Zombies hatten durchaus kurz Aggro, aber ich habe den Typen halt nicht mehr gesehen. Bin natürlich jetzt noch ein bisschen rumlugen, ob der vielleicht in den Baracken ist. Ja, lass ein bisschen rumlugen noch. Ja. Nice, perfekt. Jo. Stand unten. Really? Wo? Okay, in einem kleinen ich sehe, wo die Zombies hinrennen. Scheiße, Mann. One shot. War der im Gelände? Keine Ahnung, One-Shot, keinen Ton. Ach so. Also ich habe auf jeden Fall einen lauten Schuss gehört. Möglich, dass das eine Mosin war. Okay, ich sehe da hinten Zombies rennen. Ich schätze, der will irgendwie aufs Gelände kommen. Ja, ich versuche zu spawnen. Das ist eine Ratte. Scheiße. Wir haben uns getradet. Als ob. Fuck off. Ja, ich habe ihn noch fallen sehen. Aber gut, Bro, immerhin gerecht. Das ist natürlich ein bisschen mehr als einfach nur getradet. Kleiner Sieg. Also. Liebe Leute, willkommen zum großen Finale in Sydney. Achso. Wir sind in Sydney, by the way. Und es gibt leider ein kleines Update. Ein trauriges Update, Leute. Ja. Wir haben einen Gegner nicht mehr gefunden auf dem Gebäude. Wir wollten gerade raus. Ich war unten in einem kleinen Raum drin. Wurde von irgendwo one-geschottet. Und Daniel... Natürlich, der Monsterschütze hat ihn dann getradet. Vorher noch so, yo, Bro, voll der coole Server, so wie friendly hier alle sind. Zack, ja, KOS, ja. Geil. Ey, so geil, die Friendly-Rate ist hier sehr hoch, Bro. Ja.
Dead One-Shot. Konnte nicht mal aufnehmen, so schnell ging das. Ja, willkommen hier natürlich in der Daily Standalone. Da muss man immer dran erinnert werden, was es hier eigentlich für ein Game ist. Aber gut. Naja, aber ich meine, die eine oder andere Friendly-Begegnung hatten wir schon hier auf dem Server. Ja, sehr zu empfehlen, gut, natürlich. Ja. Merkt mal wieder ein bisschen. Aber gut, okay. Keine Ahnung, bei mir alles funktioniert, Digga. Alles. 4K-Videos und so, nur die Daily Standalone natürlich nicht. Aber okay. Ja, Leute, Servername ist auf jeden Fall in der Beschreibung, wer auch Bock hat. Einfach mal Panzerknacker joinen. Ja, doch, wirklich, kann man mal machen. Wir werden da erstmal öfter bleiben, denke ich, oder? Wir werden länger noch halt. Öfter bleiben, wahrscheinlich öfter bleiben, oder? Öfter bleiben wahrscheinlich, ein bisschen länger bleiben, wollte ich sagen. Länger bleiben unser und Deutsch öfter mal drauf spielen. Natürlich hier an einem Samstagabend ist auch sehr beschränkt, leider, da wir eigentlich sehr müde sind. Also, ich bin müde um 9, oder? Ja, um 9 wahrscheinlich müde. Nice, wo bist du eigentlich schon wieder? Auf mich warte gleich noch ein Herr-der-Ringe-Match, also. Echt, really? Ja, normal, gegen CPU. Singleplayer? Achso, gegen CPU. Hm, gegen CPU? Ja, CPU? Achso. NPC? Ich weiß, das ist so extrem durch. So, okay, pass auf, drück mal M. Ah, ich hab dich akzeptiert, Wir sind da ganz, ganz rechts am Rande. Und was gibt's hier eigentlich noch auf der Map? Da Burek, Karlin. Also so städtetechnisch, meinst du? Ja, gibt's hier im Osten irgendwie noch Military-Zeug? Oben gibt's einen Fluss, einen See, Grat. Da kommen wir her aus. Zeig doch keinen See. Jo, ja, doch, Leute, See finde ich schön. Also, Giraltorf ist auch eine coole Stadt anscheinend. Ja, total. Kulno ist eine Military-Base unten. Kulno. Müssen wir ein bisschen weiter weg, da bauen wir wahrscheinlich ein Auto. Ja, das wäre halt nice, wenn wir nochmal ein Auto finden, ne? Also ich habe mir ein bisschen mehr interessanten Stuff auf der Map erhofft, muss ich sagen. Da gibt es auch nochmal eine Military Base, aber die ist leer. Cool, steht kein Gebäude drin. Ja, es gibt halt das ein oder andere Gebäude, was Neues, was ich ganz cool finde, aber ja. Weiß nicht, ob es jetzt noch was richtig Krasses gibt zum Zeigen, aber ich denke, ja, wir werden bestimmt was finden irgendwann. Ich habe dich nochmal invited und accepted und so. Ich sehe dich in der Gruppe, ja. Ja, ich sehe dich nicht. Cool. Ja, du bleibst doch da, stehen, 50 Meter, ne? Ja, du bist doch hier. Ja, ich bleib nicht stehen, ich hab gestanden. So, du hast gestanden. Ja, keine Ahnung, was das hier für Probleme ist bei dir. Ja, die Lakes, keine Ahnung, Leute. Naja, okay. Aber gut, ich meine, yo, was will man machen? Ist halt die Daisy, achso. Ist natürlich die Daisy Standalone, egal. Oh, hier, guck mal, neue Strommasten, oder? Ich glaube, die haben wir nicht gesehen. Sollen wir denen mal folgen? Ein Strommasten? Ja. Welche Strommasken? Masten. Ja, Masten meine ich doch. Strommasken, Alter, was? Ich weiß dann, also ich stehe jetzt neben dir, ne? Ja, wenn ihr Bock habt auf die Daisy Standalone, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich brauche bald einen neuen Partner hier. Daisy, 18 Uhr. Also. Ja, bei mir bitte auch. Bitte nur Leute, die aus der Schweiz kommen, denn die haben alle gutes Internet. Ja, auf jeden Fall. Du bist nur noch im Ort, ne? Ja, du beim Shirtmäuschen bin ich. Ja, Bro. Sollen wir erstmal einen Cut machen für heute und den Stromleitungen folgen? Können wir gerne machen. Wir folgen jetzt mal den Stromleitungen, Leute. Und wo wir auskommen. Folge, genau. Fahren wir dann in der nächsten Folge, oder was? Ja. Und das ist am Donnerstag, glaube ich. Das ist natürlich mal wieder am Donnerstag. Wie jeden Donnerstag, Sonntag und Dienstag, Bro. 19 Uhr, nicht vergessen einzuschalten. Dementsprechend, perfekt. Schönen Abend euch und Schau.